Was ist los bei euch? Nix. Ja, wie nix? Ja, was soll denn los sein? Hier ist nichts los. Können wir das vielleicht ändern? Hast du vielleicht eine Idee? Lass mich mal überlegen. Sind ja jetzt bald Kommunalwahlen. Sollen wir einfach mal die Politiker fragen? Das ist eine richtig gute Idee. Das klingt sehr gut. Hey, da kommt Christian. Dann lass uns los. Hi, was geht, Jungs? Ich sitze uns hier. Wie nix. Ja. Kann man nicht viel machen hier in Kiesburg. So schlimm ist es auch nicht, oder? Ja, wir werden überall, wo wir sind, weggeschickt. Das finde ich ein bisschen blöd. Von wem werdet ihr weggeschickt? Ja, von der Polizei. Ach so, ja, das stimmt. Ansonsten von Securities oder von den Passanten auch. Immer wieder Beschwerden. Ja, das ist scheiße, das stimmt. So gerne würden wir das dem Bürgermeister fragen. So gerne. Dem Bürgermeister sagen? Ja. Ja, mach doch, komm. Mach mal, komm, ja, mach mal, jetzt sofort. Komm. Treffen oder? Nein, treffen kann man den hier nicht. Ihr seid jetzt hier im Wahlbüro und man könnte den jetzt hier wählen. Seid ihr schon 16? Ja, wir sind 16. Okay, also wir haben am 13. September Kommunalwahl. Ja. Da seid ihr mit 16 Jahren schon wahlberechtigt und könntet den Bürgermeister wählen. Und nicht nur der Bürgermeister wird dann gewählt, sondern es wird auch unser Stadtrat gewählt und der Landrat und der Kreis. Also eigentlich geht ihr am 13. September ins Wahllokal und wählt da. Man kann aber auch, wenn man keine Zeit hat oder wenn man im Urlaub ist, Briefwahl machen. Und das machen wir im Moment hier in unserem Wahlbüro. Dann kann man die Briefwahlunterlagen bekommen und kann da per Brief wählen. Das könnte man auch schon hier machen. Dieses hier ist unser Stimmzettel für den Bürgermeister. Da seht ihr, es sind drei Kandidaten drauf. Ja, das ist so das Wahlgeschäft. Das heißt, ihr könnt am 13. September wählen oder wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr vorher bei uns die Briefwahl machen. Ich danke dir für die Information. Ja, gerne. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss. Guten Tag, Herr Hensch. Guten Tag, Herr Jung. Guten Tag, Herr Stelzer. Wie lange sind Sie so ganz politisch aktiv und was macht Ihnen dabei am meisten Freude? Politisch aktiv bin ich eigentlich letztendlich, seit ich seit 2009 hier in Kiesburg begonnen habe. Und was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit am meisten Freude? Dass ich sehr viele verschiedene, unterschiedliche Anliegen habe oder beziehungsweise die an mich herangetragen werden, weil aus allen Sachgebieten, egal in welchem Bereich es ist, die kommen alle zu mir, weil sie als Kämmerer dann entsprechend das Geld benötigen, um irgendwelche Sachen durchführen zu können. Und deswegen kriege ich dann auch aus dem kompletten Hause die einzelnen Anliegen mit. Und das ist eigentlich das Spannende dabei. Ich bin vor 20 Jahren in die FDP eingetreten, um mich hier in Kiesburg politisch zu engagieren, weil ich dachte, man kann nicht immer nur meckern, sondern man sollte auch selber dann Verantwortung übernehmen und dann halt auch in dem politischen Raum dann Stellung beziehen. Und versuche hier das Geschehen in Kiesburg mitzugestalten und meine Ideen einzubringen. Und das klappt eigentlich ganz gut und macht auch sehr viel Spaß. Politisch aktiv bin ich seit 2010 hier in Kiesburg. Und Freude macht mir am meisten, sich mit den Dingen der Stadt auseinanderzusetzen und mit den Anliegen, die die Bürger haben.
Ich würde in Kirsbe auch gerne meine Zukunft aufbauen. Dafür brauche ich aber die Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen und auch später eine gute und sichere Arbeit zu finden. Wie sehen Sie die Situation um Firmen und Unternehmen in Kirsbe und was kann man verbessern? Wir stehen noch nicht am Ende dieser Corona-Pandemie. Ja. Und wir wissen noch nicht, wer tatsächlich übrig bleibt. Von der Gewerbesteuer liegen wir noch relativ niedrig. Wenn man auf das Land NRW bezogen sieht, liegen wir noch relativ niedrig. Und das wäre ja mit ein Grund für eine Firma zu sagen, ich gehe auch nach Kirsbe. Ja. Ja, und da müssen wir natürlich gucken, dass wenn Leute eine Ausbildung machen möchten, dass sie auch dann hier bleiben. Ja, das ist ja das Ding, weil die meisten gehen ja dann nach Mannerzagen, Lüdenscheid, um da die Ausbildung zu machen. Lieber wäre es ja auch, wenn man in Kirsbe direkt einen Ausbildungsplatz hätte. Wir müssen natürlich sehen, dass wir Gewerbe hier haben. Und wenn wir von der Gewerbefläche her voll sind, dann müssen wir einfach sehen, dass wir dann neue Gewerbegebiete ausweisen. Wir sind dann halt schon hier rüber zu holen und auch Ausbildungsplätze zu holen. Ich denke, dass man hier ohne weiteres auch einen Ausbildungsplatz finden kann und auch erfolgreich hier dann sein Berufsleben startet. Im Vorfeld war es ja bisher so, dass es auch Kooperationen zwischen zum Beispiel der Gesamtschule und einzelnen Unternehmen gab, wo man dann über Praktikas oder sowas in die Firmen reinschnuppern konnte, um sich dann auch schon mal ein Bild zu machen. Ist das ein Bereich, der mir Spaß macht? Und, was wo ich dann auch später in dem Bereich arbeiten möchte. Ich denke, das sollte weiter fortgeführt werden. Und das natürlich auch für die Jugendlichen, die hier in Kirsbe bleiben wollen, dann arbeiten wollen. Die Situation mit den Firmen sehe ich im Moment, natürlich ist es angespannt wie überall. Dennoch gibt es auch da schon ein Projekt, Schule, Stadtverwaltung und auch die Wirtschaft, dass genau da diese Verbindungen geknüpft werden. Das Jugendzentrum macht auch entsprechend mit bestimmten Praktika, dass man schon im Vorfeld, während man noch in der Schule ist, dann wirklich dann dauerhaft dann in den Firmen unterkommt, dass man reinschnuppern kann. Und genau diese Verbindung wird jetzt mit diesem zusätzlichen Projekt auch nochmal angestoßen, um da die Verbindung hinzukriegen, dass auch wirklich die Jugendlichen, die in die Schule gehen, dann den Kontakt schon mal kriegen zu den einzelnen Firmen hier vor Ort, wo sie dann hinterher auch wirklich dann arbeiten und ihr Leben dann mitnehmen. Warum kandidieren Sie eigentlich als Bürgermeister? Bei der ersten Frage war schon gefragt worden, Sie sollten sich bei der Politik engagiert, für mich hier mit einbringen. Und bin seit 16 Jahren aktiv hier im Stadtrat tätig und war der Meinung, ich könnte es auch. Also, dass man ohne weiteres auch als Bürgermeister hier für Kirsbe was bewegen kann, noch besser als Fraktionsvorsitzender. Das war für mich damit so ein Hauptgrund anzutreten. Mir liegt sowohl die Stadt als auch die Bürger am Herzen. Und der Wunsch, Bürgermeister zu werden, ist einfach geblieben. Und ich finde, es ist noch ein gutes Alter, wo man sich verändern kann. Eine so große Veränderung wird es nicht sein, weil ich ja jetzt auch schon in einer Verwaltung bei der Polizei tätig bin. Deswegen traue ich mir das auch zu. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade erzählt, dass ich seit 2009 jetzt bei der Stadt Kirsbe arbeite und seitdem in verantwortlicher Position auch die Stadtentwicklung in Kirsbe mitgestalten durfte. Da haben wir viele Projekte angestoßen und initiiert und genau diese Projekte, die wir da angestoßen haben, die möchte ich gerne weiter mitbearbeiten und das in verantwortlicher Position und in dem Fall dann eben als Bürgermeister. Deswegen, das ist mein Hauptgrund und mein Hauptanliegen, warum ich Bürgermeister werden möchte. Die letzte Frage lautet, wieso glauben Sie, dass Sie der beste Bürgermeister für Kirsbe wären? Und was hebt Sie von den anderen Kandidaten ab? Ja, da muss ich gerade mal lachen. Die Frage kann man so natürlich nicht beantworten, warum ich der beste Bürgermeister wäre. Ich kann sagen, warum ich kandidiere und wer ich bin. Ja, und ich würde mich auch nicht sagen, dass ich mich von den anderen abhebe. Ich kann nur sagen, ich bin mittlerweile seit knapp 30 Jahren bei der Polizei, also Beamter in der Verwaltung tätig. Ich habe bei der Polizei viel gesehen, sehr viel gesehen, weil ich in sehr vielen Bereichen gearbeitet habe, auch sehr viel Elend gesehen. Ich habe vielen Leuten geholfen, ich musste auch viele Leute verhaften, also es war nicht immer alles schön und gut. Ich habe, weil ich zum Beispiel, war ich in der Hundertschaft, da habe ich viele Dienste gemacht, das kann auch heute noch passieren, wenn wir Ermittlungsansätze haben, wo wir weitermachen müssen, dass ich mal schnell 24, 30 Stunden Dienst bin. Deswegen kann ich von mir sagen, ich bin belastbar. Ich bin abrufbereit zu jeder Zeit und ich bin sehr bürgerfreundlich und suche den Kontakt von mir aus zum Bürger. Ja. Ich warte nicht, bis der zu mir kommt. Ja, und wie gesagt,
ich habe eine starke Familie, die hinter mir steht, was ganz, ganz wichtig ist. Ohne Familie kann man das nicht angehen. Und deshalb bin ich der Meinung, ich habe das, was ich brauche, um Bürgermeister zu werden. Das ist auch genau richtig. Ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren. Gerne. Ich danke auch. Ciao. Ciao. Wer der beste Bürgermeister ist oder wird, das muss der Bürger entscheiden. Das kann ich nicht über mich sagen. Also ich kann nur sagen, ich möchte es gerne werden. Ich wäre jemand, der wirklich vollen Einsatz für Kirspel bringen würde, weil das ist eine Stadt, die liegt mir am Herzen. Und da werde ich auch alles für tun, wenn ich Bürgermeister bin, dass ich hier gute und optimale Voraussetzungen schaffe. Ich kann nur sagen, was ich persönlich machen würde. Ich wäre ein offenes Ohr für alle Bürger haben, für Jugendliche, für Ältere. Für jeden, der sich mit mir in Verbindung setzen möchte, werde ich auch ein offenes Ohr haben und die Türe offen haben dann. Und ich konnte viele politische Erfahrungen jetzt schon sammeln in den letzten 16 Jahren. Bin in alle Prozesse, die hier in Kirspel angestoßen worden sind, wie die LIDA-Projekte oder auch regionale Projekte, mit eingebunden gewesen und möchte die auch so fortführen. Herr Emner hat einen hervorragenden Job die letzten 16 Jahre gemacht, so wie ich das sehe. Und diese Arbeit möchte ich auch gerne weiter fortsetzen. Gerne. Dankeschön, dass ich hier reden durfte. Ich bin gar nicht so vermessen, dass ich sage, ich wäre der Beste für Kirspel, der beste Bürgermeister. Kann ich gar nicht sagen. Ich kann für meinen Teil nur sagen, was für mich spricht. Das ist eben, dass ich verwaltungserfahren bin, dass ich jetzt seit über 25 Jahren im öffentlichen Dienst arbeite und das in verschiedenen Stadtverwaltungen. Ich habe verschiedene Größenklassen von Stadtverwaltungen mitbekommen. Ich weiß, was in Kirspel, wie die Arbeitsprozesse dort laufen, wie die Arbeitsvorgänge sind. Ich weiß, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen welchen Aufgabenbereich haben. Ich bin seit 2009 dabei. Ich habe Führungsverantwortung dort übernommen. Das hat aus meiner Sicht gut funktioniert, sowohl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als aber auch mit dem Personalrat. Ja, das sind Dinge und ich habe, wie gesagt, dort gelernt. Also das sind für mich Dinge, die für mich sprechen. Inwieweit das jetzt mich befähigt, das müssen jetzt andere beurteilen. Okay, das war's dann auch. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Schönen Tag noch. Ich bedanke mich an allen Kandidaten, die heute hier waren. Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei den allen Kandidaten, die hier waren. Und viel Erfolg. Vielen Dank auch an die Sparkasse Kirspel Meinerzhagen für Ihre Unterstützung. Wenn ihr euch das ganze Interview anschauen wollt, findet ihr den Link unter dem Video. Und das Wichtigste, wählen gehen!